Ich bin ein Leber, ein kleiner Wicht. Ich bin ein Wichtelwicht. Firefly Studios. Aethering Development. Stronghold Crusader. Hurra. Da fühlt er sich wohl. Von Firefly Seid Studios. gegrüßt, Sire. Die Wüste erwartet euch. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stronghold Crusader. Ich habe es vor, ja, als mein alter Rechner kaputt war, angefangen. Damals habe ich noch meine Sprachdatei nicht, wie soll ich sagen, noch nicht bearbeitet. Wir haben wir erstmal den netten Herrn hier in Strumpfhosen. Es ist die Erweiterung zum Original Stronghold. Ich habe es damals früher schon mal durchgespielt. Nehmt es mit den feindlichen Fürsten auf, durch Bogenbauverteidigung und Strategie. Es gibt Kreuzzug, historische Kampagnen und ja. Wir werden den Kreuzzug zuerst machen, das sind 50 Missionen. Einige, also die werden zunehmend schwerer. Einige werden wir am Anfang relativ schnell durchhaben. Dann gibt es sehr viel tückische. Lasst euch überraschen, für die, die es nicht spielen, ihr könnt eigenes Spiel machen. Andererseits, da könnt ihr eine Karte auswählen. Die Karten wiederholen sich, die Leute wiederholen sich. Das Original Stronghold, darauf baut es eigentlich auf. Das ist nur eine, im Grunde ist es aus meiner Sicht nur eine Erweiterung mit ein paar Sachen, die anders sind. Viel anders ist es nicht. Wir werden bis hier runter noch gehen. Es sind genau 50 Missionen. Habe ich alles schon mal gemacht vor etlichen Jahren. Ich glaube 2009, wo ich, oder 10, 10 bin ich damals das erste Mal fertig gewesen. Ist noch eine relativ schlechte Grafik. Es gibt sie mittlerweile verbessert, aber ich finde, die alte Grafik ist ausreichend und außerdem läuft es in der neuen irgendwie nicht. Tut mir leid. Ich kann es spielen, aber ich kann es aus irgendeinem Grund nicht aufnehmen. Deshalb werden wir es mit der alten Grafik spielen. Und ich habe das ja schon ewig bei mir stehen. Ich will damit mal aufräumen mit diesen alten Let's Plays. Es nervt mich, dass ich die nie fertig mache. Okay, fangen wir doch mal an. Die Ankunft. Wir heißen Meister Yoda. Es ist wie folgt aufgebaut. Es gibt die Karte. Hier ist rot sind wir, hier ist er. Es wird sich ganz stark variieren zwischen dem, was wir an Geld haben und Truppen, beziehungsweise der Gegner hat. Und auch natürlich die Gegner werden sich ändern. Unsere Beliebtheit wird gleich sinken. Der Aufbau ist relativ simpel. Wir haben, wie im Original Stronghold, was wir übrigens auch noch spielen wollten, hier unsere Lager. Wir brauchen Lebensmittel. Die Sachen hier sind alle gleich. Die Sachen hier sind alle gleich. Es gibt als einziges keine Jagdhütten hier. Das hier hat sich nicht verändert. Hier hat sich nichts verändert. Hier sind ein paar Sachen dazugekommen. Das ist alles gleich. Zum Beispiel der Söldnerposten, den gab es früher nicht. Und dieser Wachturm, der ist auch dazu gekommen. Und ich glaube, hier war alles gleich. Genau. Im Söldner Es werden können wir natürlich Rekruten Söldner benötigt, anwerben. Sire. Hätten wir hier den arabischen Bogenschütze, der stärker ist als der Europäer, der hält ein bisschen mehr aus, macht auch mehr Schaden, kostet 75 Gold. Genau. Der Sklave ist relativ schnell tot, kann auch nicht gut kämpfen, brennt aber Sachen an. Der Schleuderschütze, wenig Reichweite. Ja, Verteidiger. Meuchelmörder nur auf kurzer Distanz sichtbar. Ist ein Nahkämpfer und kann Wälle erklimmen. Der berittene Bogenschütze, ein Bogenschütze auf dem Pferd, wie der Name schon sagt. Wird von mir sehr oft eingesetzt, vor allem für Angriffe und zur Verteidigung. Der Feuerwerfer ist sehr, sehr teuer. Wirft Feuer, das die Gegner halt anzünden kann. Der arabische Schwertkämpfer ist ein bisschen schwächer als der Europäer. Hält weniger aus, ist im Nahkampf auch unterlegen, ist aber auch schneller produziert, weil ihr braucht halt nix groß kaufen. Ich weiß übrigens nicht, was die sagen. Oh, sehr gut, die Löwen greifen direkt ihn an. Ja. Das Gute an den arabischen Bogenschützen ist, die reiten und schießen gleichzeitig. Der Sultan Abdul ist noch ein relativer Schwächling, denn der kann eigentlich gar nicht. Der ist normalerweise nicht wirklich gefährlich als Gegner. Eine Nachricht vom Sultan. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. Wir sollten aufhören, dass wir die Löwen nicht töten, denn es sieht so fast so aus, als ob die Löwen unsere Arbeit schon erledigen. Da ist er zu Boden gegangen. Die Schleuderschützen können Schaden anrichten, aber die haben kaum Reichweite. Die sind nicht unbedingt gefährlich. Wir können unsere Verbündeten reden. Wir haben natürlich jetzt keine. In einigen Missionen werden wir sie haben. Hier sehen wir, was der Gegner an Truppen hat und an Geld. Und natürlich
ist natürlich ein Rückschritt zu Stronghold Crusade, das macht aber nichts. Das Spiel ist trotzdem sehr fordernd. Die halten deutlich weniger Pfeile aus hier. Die die Araber. Arabische Fürsten nehmen übrigens nur arabische Truppen, während die Europäer nur europäische Truppen nehmen. Wir sind die einzigen, die mixen. Ich hätte es auch mit normalen Bogenschützen machen können. Ich werde auch gleich ein paar Maulei. Araber nehmen. Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Und angreifen. Weiter. So, und Direktschuss und schon sind alle tot. Die haben auch relativ wenig Leben, die Schleuderschützen. Die sind einfach nicht meine Lieblingswahl, wenn ich ehrlich bin. Die sind wirklich nicht zu viel gebrauchen. Wenn zur Not sind sie vielleicht mal nützlich, aber ansonsten kann man sie vergessen. Die arabischen Schwertkämpfe hier sind schon eher eine Gefahr. Das ist nämlich eine recht brauchbare Einheit. Der berittene Bogenschütze mag zwar teurer sein, aber da der so schnell ist, kann er solchen Einheiten sehr schnell ausweichen und er bewegt sich und es ist dadurch schwerer zu treffen. Das ist eigentlich sein größter Vorteil. Darum sind die auch so gut für mich für den Angriff. Die Mission ist eigentlich gegessen, sobald der kein Gold mehr hat, um Truppen anzuwerben. Ihr solltet übrigens nicht versuchen, den gegnerischen Fürsten mit Pfeilen zu bekämpfen. Das ist keine gute Idee. Wir decken jetzt natürlich den Feind erstmal mit Pfeilen ein. Er ist auch schon blank. Ich hätte mehr arabischen Araber nutzen sollen hier. Der Kampf ist schnell beendet. So, jetzt locken wir die mal noch an, dass die ankommen. Dann schießen wir die noch weg. Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Oh, ich hoffe, jetzt kommen sie an. Schieß mal auf den. Der läuft mit seinem König übrigens ständig hin und her, damit er weniger Schaden kriegt. Deshalb greifen wir jetzt auch direkt an. Die ersten Missionen sind noch relativ simpel. Ein leichtes. Er kann jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr machen. In dieser Position sind die Gegner meistens schon am Ende. Ich habe jetzt auch nicht wirklich was gebaut, weil das absolut sinnlos ist. Wofür auch? Was übrigens nicht mehr geht. Oh, es geht doch. Ich dachte, das ging nicht mehr. Da konnte man es einstellen, dass man die Welle zum Beispiel nicht nur mit Katapulten so zerstören kann, nicht aber mit normalen Einheiten. So, die werden jetzt erstmal alle hier unten töten. So wie das halt üblich ist, dass erstmal die Armen unten leiden müssen. Aber das war's schon. Eine Nachricht vom Sultan. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen, so auch der arme Sultan. Ist überhaupt keine Gefahr gewesen, die erste Mission. Wir kriegen immer 500 Gold, wenn wir einen Gegner besiegen. Mindestens. Sieg!